Hi, ich bin Sebbel und ich habe euch heute wieder ein Modell mitgebracht. Dieses Mal muss man aber ein Auge zudrücken, um von einem B-Modell zu sprechen. Denn zum Bau benötigt ihr hauptsächlich für die Grundplatte, auf der die Burg steht, die 71722 von den Jago. Der Großteil der Burg selbst besteht aus den Sets 70437 und 70425, beide aus der Hidden Side Serie. Es sind also drei große Lego-Sets nötig, um dieses Modell nachzubauen. Was man bekommt, ist aber auf gar keinen Fall klein. Bis zur Fahnenstange oben sind es etwa 28 cm, in der Breite sind es ca. 27 cm und in der Tiefe etwa 40 cm. Verbaut werden etwa 2000 Teile. Aber was haben wir hier eigentlich? Hier habe ich versucht, eine mittelalterliche Burg nach realem Vorbild zu bauen. Vorbild war die Burg Rodenstein, die heute nur noch als Ruine besichtigt werden kann. Natürlich konnte ich nicht die ganze Burg bauen, sondern musste mich auf einen Teil davon beschränken. Immerhin haben wir aber die Ringmauer mit dem Palas, also dem Wohngebäude, einem Gefängnisturm, einem Tor und einem dahinter gelegenen Zwinger. Bevor ich genauer darauf eingehe, zeige ich euch kurz, welche Figuren ihr aus diesen drei Sets zusammenbauen könnt. Gereicht hat es für den Burgherren hier in goldener Rüstung, sowie zwei Wachen, einer davon mit einer schönen Hellebarde, sowie einem Bogenschützen, der an die Forestman angelehnt ist. Wenn ihr Fantasy-Figuren mit dazu nehmt, habt ihr natürlich deutlich mehr. Die Details der Burg zeige ich euch mit diesem Reiter, der die Burg gerade erreicht. Er betritt die Zugbrücke und wenn es sich nun um einen Feind handeln würde, käme direkt der Wehrerker ins Spiel. Dieser kann genutzt werden, um Gegenstände auf darunter stehende Figuren zu werfen. Nachdem er das Tor passiert hat, wird die Zugbrücke heraufgezogen. Nur beim Herablassen muss am Anfang etwas nachgeholfen werden. Werfen wir einen Blick in den Turm über dem Tor. Wenn man die Zugbrücke bedient, dreht sich gleichzeitig eine Kurbel für die Minifiguren. Als nächstes kann das Pferd im Stall versorgt werden. Hierzu öffnet man die Stalltüre, stellt das Pferd hinein und schließt die Stalltür wieder. Über die Tür neben dem Stall gelangt man ins Innere der Ringmauer. Direkt dahinter sieht man den Brunnen im Innenhof der Burg. Wie in vielen meiner Modelle kann man auch hier die Kette des Brunnens heraufziehen und herablassen. In der Zwischenzeit bereitet die Magd im Innern des Palastgebäudes das Essen zu. Die Küche ist über eine selbstgebaute Tür mit dem Innenhof verbunden. An die Küche grenzt auch ein kleiner Vorratsraum mit Fässern und Kisten an. Über die Treppe im Innenhof hat der Ritter inzwischen den repräsentativen Saal erreicht. Dort kann er erstmal seinen Helm abnehmen. Und sich an die gedeckte Tafel setzen. Der Saal wird über einen Kamin beheizt. Dieser ist direkt über der Feuerstelle gelegen und verfügt auch über einen Rauchabzug. Um in die Schlafgemächer zu kommen, öffnet man über diesen Mechanismus die Klappe in der Decke und klappt die Leiter aus. So gelangt man zu dem bequemen Bett direkt unter dem Dach. Auch der Schatz der Burg wird dort oben aufbewahrt. Um den Dachboden wieder zu verschließen, klappt man einfach die Treppe ein und verriegelt die Luke wieder. Durch die Gittertür im Gefängnisturm erreicht man das Verlies. Direkt darüber befindet sich die Waffenkammer, wo sich die Wächter mit Äxten, Schwertern und Pfeil und Bogen ausrüsten können. Über die Leiter an der Wand gelangt man ganz nach oben auf den Turm. Da das Gefängnis vom Burghof aus sehr schwer erreichbar ist, habe ich mir etwas einfallen lassen. Und zwar kann man den Gefängnisturm aufklappen und so das Innere gut erreichen. Für den Gefangenen kommt die Rettung jedoch zu spät.
Insgesamt, finde ich, ist die Burg eine sehr runde Sache geworden. Neben der etwas realistischeren Aufteilung gefällt mir auch die Farbgebung sehr gut. Während die Burg von vorne vollständig aussieht, lässt sie sich von der Rückseite sehr gut bespielen und hat damit für Groß und Klein etwas zu bieten. Die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für dieses Modell ist dieses Mal in zwei Teile aufgeteilt. Sowohl die Anleitung für den Felsen unter der Burg als auch die Anleitung für die Burg selbst könnt ihr auf Fabricable.com separat voneinander für ein paar Euro kaufen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit der Kombination dieser drei Sets. Ich wünsche euch eine gute Zeit, euer Sebbel.